Ah, gute. So, wie angedroht und versprochen. Hier Patient Nummer 2. Patient 0 hatten wir schon, eigentlich ist Patient 1, aber ist egal. Ist ein Philips Meisterklasse STV 700. Den gleichen gab es auch als 600er. Da waren dann die Lautsprecher mit dem Hauptchassis in einem Gehäuse. Und ja, Skalenbeleuchtung geht schon eine Weile nicht mehr. Und Empfang ist bescheiden, der kommt und geht, wie er gerade Lust hat. Vielleicht sind es nur Kondensatoren. Na, auf jeden Fall, die Regler kratzen alle und die beim Umschalten knallt und kracht und knattert. Da werden wir jetzt mal reinschauen, mal gucken, wie ich das Teil hier unten rausbekomme. Das Ding ist Anfang der 70er Jahre. Na, schauen wir halt mal rein. Hey, da seid ihr schon. Ja, als Lautsprecher von der Bühne für kleine Auftritte vom Vater. Beide haben Kupplungsstecker. Damit konnte man die hintereinander schalten, parallel. Zweimal, ich glaube, 20 Meter sind das hier. Die kommen hier hinten rein. Durchs Loch durch. Ruckzuck hier was aufgebaut. Und ich brauche ja diese alten Stecker hier. Für das Radio. Ich brauche diese alten Stecker hier. Das kennen ja manche vielleicht noch von früher. Die brauche ich ja für das Radio hier. Da oben ja die Vitrine oben drauf steht, ist gerade ein bisschen blöd, das Ganze so zu zerlegen, dass ich die Lautsprecher auch mit runternehme. Darum die Boxen. Jetzt schauen wir uns doch mal das Baby hier genauer an. Ja, hier kommt der Teleskopstab, ist ganz gut zur Geltung, zur Funktion, zur Anwendung oder was auch immer. Könnte ein bisschen mehr Licht gebrauchen. Egal. So, also der alte Junge. Macht natürlich auf der neu gemachten Arbeitsplatte nochmal mehr Spaß. Graue Buchsen. Hat was, ne? Antenne. Wunderschön. Ui. Vielleicht haben wir von unten verschraubt, ja. Endprüfung 120. Und hier schaut man die Antenne, wie beim Grundig-Radio. Das hat man früher so gemacht. Und auch noch ein offener Drehkondensator für den Radiosender. Gucken wir dann uns nochmal genauer an, wenn ich das Chassis raus habe. Ja, das ist. Naja. Und da löst sich auch schon die Laminierung. Da gibt es also mehr zu tun. Die geht eh ab. Also, muss sagen, das mit der Unterlagscheibe und der Schraube ist es nicht so wirklich schön gelöst. Das habe ich also auch schon mal besser gesehen. Na denn. So. Okay, Knöpfe abziehen. Der Gehäuse. Irgendwo ein Datum. Typ 12. Richard Heinrich 700, 220 Volt, 50 Hertz, 18 Watt. Das ist eigentlich gar nicht mal so viel. Plastikclips, Gummis. Okay. Die Plastikclips hier werden durch die Frontscheibe gehalten. Die kann man vielleicht auch mal rausnehmen, putzen. Ist hier irgendwo ein Datum, ne? So, mal den Jungen. Da ist die Birne. Hier und hier.
Sure. Jetzt weisen wir weiter, das Video ist fertig. Es war schon teilmodular gebaut. Ja. Ich erstmal auspinseln. Aber Sicherung ist super leicht zugänglich hier. Irgendein Bauenzug. Ist der Netzschalter. Ich irgendwas einschalte, zieht es den rum. Wenn ich auf Ausgehe, ist der Netzschalter. Wie genial! Ja, sauber. Was auch noch ein Gummi? Eins, zwei, drei Birnchen haben wir. Mal gucken, was für eine Spannung das ist. Ich habe irgendwo noch Fahrradbirnchen, die gehen da bestimmt auch. Wenn sie 6, 7 Volt sind, da haben sie 100 μ, ne, 100 Volt. Ja, 0,01 μ rüber auf den Widerstand gelötet. Sieht irgendwie aus wie nachträglich irgendwas. Unbestückte Stellen. Man sieht, es ist schon einfacher gebaut. Plastikrahmen. Staubsauger. Laut wird's. Ach, das muss erst mal reichen. So. Hier sind halt Tasten auch etwas pflegebedürftig. Oh ja, mach's doch kaputt. Schaut, der Bändchen, was draufsteht. Ich habe jetzt auch mal nach dem Schaltplan geschaut, aber nur eine Seite gefunden. Den muss man erst hin rumheben. Da habe ich gesagt, okay. Kostet zu viel Zeit. So, was haben wir hier? Philips 7 9 9 6 0 Schrägstrich. Oh. Es könnte eine 7 oder eine 2. Eine 7 1 IM PX oder so. Super. Weiß man doch gleich, was da rein muss. So, Lautsprecher dran und Strom drauf. Dadurch muss ich einen ordentlichen Batzen an Schulden haben. Nach intensiven Gesprächen. Ja, intensive Gespräche. Jetzt brauchen wir ja auch noch eine Antenne. UKW. Geht doch. Die erste titellose Saison.
nach 11 gewonnenen deutschen Meisterschaften in der Liga liegen die Bayern 8 Punkte hinter Tabellenführer Leverkusen. Die Feldbergbahnen ziehen eine durchwachsene Zwischenbilanz. Nach Angaben der Stereo-Bianchen bislang an 83 Tagen. Wechselhafte Wetterbedingungen erschwerten den Betrieb. Skilehrer und Skilehrerinnen mussten Schnee auf die Lichtspuren schaufeln, dass Skikurse, die geplant stattfinden konnten. Der Klimawandel ist der AFC. Vor großer Herausforderung. Mono ist der dritte. Es ist 12 Uhr. Okay, dann ist es Rauscheweg, also. Sofort informiert sein über alles, was passiert. Ist halt ganz hin am Anschlag bei Baden-Württemberg, Deutschland und. Mach doch mal leiser. Wo sind wir denn hier? 2, 4, 105 MHz. Ich habe halt. Da hätte ich schon einen Brummen, also da könnte schon was mit Elkos sein. Vom Netzteil her, ne? Aber das kann ich ja messen. Balance. Ja, da kratzt er auf jeden Fall. Das ist ein offener Putti, wenn ich es von hier durch den Schlitz richtig sehe. Besser raus. Auf die Mitte. Klassiker. Ach ja, jetzt gibt es glaube ich da YouTube. Mimimi. Früher gab es ja das Düdelüdelü ganz am Anfang vom Band. Ne? Das habe ich auch irgendwann abgeschaltet. Könnte man wenigstens auch, wie beim Testbild nach dem Fernseher, könnte man wenigstens noch irgendwas einstellen. Ne? Ja, wenn ich jetzt mehr Ahnung hätte von HF und dem ganzen Schmodder, könnte man hier direkt schauen, was los ist. So ist halt jetzt ein bisschen Glaskugel und Kaffeesatz lesen, aber. Wenn er dann funktioniert, funktioniert er. Hier ist er gerade tote Hose in dem Bereich. Das sehen wir ungefähr. Wir sind bei ungefähr 90 MHz. Da kommt nochmal einer kurz. Das müsste der 94. Ne, der ist hier unten, den habe ich gar nicht bekommen. Das könnte dann 98,4 sein hier jetzt. Der kommt doch eigentlich ganz gut rein. Die AFC funktioniert scheinbar auch. Und hier müsste jetzt nochmal einer kommen. 99,9. Verliert das sich scheinbar irgendwie. Ja. Es brummt zwar, aber es hört sich an, als wäre da ein Gleichspannungsanteil irgendwo drin. Einen guten Sender. Wo ist denn der? Bei? Wo ist meine Skala? 103,6. Das ist der Pfälzer.
dass er hier so stark ist? Oder ist der Regenbogen? Die Skala ein bisschen verschoben ist. Ne, ist der Anschlag. Bin ich blind? 104. Ist er 4? Ist Rätselraten. So. Jetzt mal gucken, was wir für eine Spannung hier hätten. Ich mit dem Birnchen mal anfangen. Bin gespannt, wo die hingehören, diese Gummiteile. Nochmal eins, irgendwo rausgefallen. Multimeter, mal Spannung gleich. Ja, das muss ich mal leiser machen, sonst gibt es wirklich einen Claim, dann kann ich es mal rausschneiden. Okay, hier habe ich jetzt 82 mV, das ist vielleicht Wechselspannung. 8 Volt Wechselspannung. Aha. Im Leerlauf. Und da die auch nicht so hell sind, müssten auch 12 Volt ganz gut gehen. Habe ich hier noch irgendwas? Das sind kleine. Volt haben die. 14 Volt. Wir gucken, dass ich keinen kurzen mache, ne? Weil, wie Getränen und Co. Oh je, ne, war am besten Willen nicht. Sind die nicht aus. Die gehören eigentlich. Ja, ich glaube, die sind einfach aus dem Videorekorder. Diese Bändchen, wo in die Kassette reingehen, für die Lichtschranke. Kleine farbige, grün. Die hatte ich mal geholt für ein DSP. Ein anderer Radius, wo die drin sind. Das war jetzt eine Sackgasse. Was haben wir noch? LEDs, ich wollte zwar jetzt keine LEDs reinmachen. Die leuchtet wahrscheinlich eh falsch. Tja, ich dachte, ich hätte noch was. Tja, in welcher Kiste kann ich da jetzt nachschauen? Naja, was soll's? Bestellt man halt das Bändchen. Ist jetzt auch kein Beinbruch. Ist eine interessante Konstruktion. Mal die Spannung messen. Ossi will ich jetzt mal noch nicht bemühen. Gut. Jetzt kommt man hier natürlich nicht so toll dran bei den Kondensatoren. Ihr seht das Messgerät nicht. Müsst ihr was halt glauben. Ich meine, ich kann euch auch noch was anderes anlügen dann, ne? Was haben die hier eigentlich gebaut in der Endstufe? Kleine Transistoren, die auf die Platine rübergehen und unten reingesteckt sind. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, da haben wir doch Spannungsangaben. Plus 16,5 Volt in Klammer plus 21 Volt. Gegen, wo habe ich hier eine gemeine Masse? Das mal mit der Abschirmung. So. Ist nicht möglich, kein Kurzschluss machen.
sagt mir hier jetzt, springt wild hin und her. Bei AC Gleichspannung 16,25 Volt. Ich kann jetzt den Wechselstromanteil nicht sehen. Das ist hier Beleuchtung hier unten für Stereo. Habe ich da eine Spannung? Das ist hier eine Gleichspannung. Und da haben wir 11,46 Volt. Der Konzerter steht so komisch schräg. Oh! Aha. Ja, der Condensator hat einen Blick, der steht nämlich auch so komisch schräg. Aber da gleich mal einen verdächtigen und da kommt so schön von unten dran. Jetzt mal hier unten wackeln. Ist mein Stift. Lang lebe Dolby. An der Lötstelle scheint es keine zu sein. Kratz ist rechts. Das ist hier. Hä? Und zwar, dass im Kondensator irgendeine Macke ist. Den wir als erstes mal tauschen, oder? 220 μ mit 25 Volt. So, 220, 25 Volt habe ich doch direkt gefunden. Ich habe ja mal dann angefangen, habe die ausgeschrieben und gezählt. Das erleichtert so manches. 220, 25. Wunderbar. Und ich dachte schon, es gibt überhaupt nichts zu zeigen. Er hat sogar 35 Volt. Ist auch schon mal gelötet worden. So. Wo ist denn da der? Ja, der ist ein bisschen. Der, oh ja, der ist ein bisschen ausgedellt hier unten. So war er drin. Wo ist der Minus? Minus. Minus, da drüben. Ja, hier. Ich hoffe mal, dass das Ganze jetzt scharf macht. Hier sieht man es. Da hat es den Pin rausgetrieben. So, Minus zur Wand. Blödsinn. Minus hier. Gut. Naja, dann mal wieder schauen, was passiert. Wenn es einen großen Schlag gibt, habe ich mal was falsch gemacht.
ist leise, du hast ein Prasseln ab und zu im Ton. Da ist auch noch ganz großer hier. Ist auch Steckverbindungen. Ist gerade wieder was im rechten Kanal geknackt. Ja, vielleicht bloß ein Kontaktproblem hier. Diese blauen Teile hier, die sind einfach nur gesteckt. Hinten dran zwei Pins. Das Gleichrichterdioden. Der große Onkel hier unten. Ah, da ist er, der Finger. Den müssen wir einmal messen. Das ist der Hauptkondensator, Gleichrichterkondensator. Das Netzteil hier rausbekommt. Ein Trafo meine ich. Das sind hier zwei Schrauben von unten. Erstmal muss man das Gelumpe hier weg. Also ich muss sagen, sowas mag ich. Modulare Bauweise, genial. Da stehen die Spannung drauf. Minus plus 15 Volt, plus 19 Volt, 7 Volt Wechselspannung. Okay, wir haben 7 Volt Wechselspannung. 15 Wechsel, wir gehen dann hier raus. Da waren 3,3 Nano ist es dann, ne? Der Junge hier hat Elyt-Au. Wie viel? Was hast du Kapazität? EKR 2500 μ mit 25 bis 30 Volt. Müssen wir den doch wirklich mal messen? Knipse ich mal eine Seite durch. Testing. 2579, 0,34 Ohm. Ja. Also Kapazität laut Messung hat er. 3,3%. Würde ich nochmal böse sein. Nochmal umgekehrt messen. Nummer 0,3 Ohm ESR. Für so einen alten Kondensator. Ja.
Ich sehe da jetzt keine absolut dringende Notwendigkeit, den Jungen in Rente zu schicken. Wobei es mich schon reizen würde, hier alles neu zu machen. Aber muss ja hier jetzt nicht dringend sein. Geht auch die Hitze weg. Ist gut. Jo, den können wir also ausschließen. Dann nehmen wir uns mal den hier. Den muss ich aber hier auslöten. Kurz schließen, damit mir das Ding hier nicht über die Ohren fliegt. Ich weiß, es ist etwas verspannt drauf sein könnte. So. Oh, 0,71 Ohm. Das ist ein bisschen viel. Für so ein betagtes Teil. Wie viel hat denn der? Ja, und auch hat es auch seine Kapazität nicht mehr. 2200 soll er haben, 1000 Ebbes hat er. Die großen sind hier. Das sind 1000. Die kann man da drüben vielleicht gebrauchen. 470, 2225 Volt. Passt doch perfekt. Das ist sogar richtig gut. Haha. Nur das Beste. Irgendwas hatte ich die mal geholt. Noch für was? So, und für die, die sagen, ja, muss original sein, steht euch frei, euch zu vergiften, das Zeug hier rauszuholen, den da reinzustecken. Kann man alles machen. Steht jedem frei. Der hatte 105 Grad. Ja, geht was. So, Minus ist dann, der ist ja hier aufgezeichnet. Ja, ich hoffe, die Mrs. Focus ist uns wohlgesonnen. Man sieht es, der volle Balken ist Minus. Der umrandete Balken, der ist immer Plus. Kann man sich leicht merken. Trotzdem, auch das haben wir gelernt. Manchmal ist der Bestückungsdruck falsch oder die Bestückung selbst. Man kann sich also auf nichts wirklich verlassen. Da ist man verlassen. Na also. Ich nehme mit Absicht jetzt nicht die Absaugpumpe. Die macht einen Haufen Lärm und machen wir es doch ein bisschen oldschool. So. Minus zu mir. Kann man uns ein bisschen zurechtbiegen. Das Auge. Das lötet ja bekanntlich mit. So. Weiß nie. Das war der Streich. Hat sich doch schon mal gelohnt. Oh, die zwei, die Tausender. Fraco, eigentlich keine schlechte Wahl, aber
Vertrauen ist gut. Messen ist besser. Ich hatte gehofft, es reimt sich. Der nächste Herr, die gleiche Reklame. Ja, du mich auch. Dum, 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 dum. Der hätte seine Kapazität. 1,1% Verlust nur. Das sieht ja gar nicht mal so gut aus. Schlecht aus. Dann kann man sich das Dekoration aufheben, bis er undicht wird. Ich bin dazu geneigt, ihn wieder einzulöten. Ich sage, wenn der gut ist, ist der auch gut. Sonst sehe ich jetzt nichts, was uns irgendwo noch Ärger bereiten könnte. Ich werde jetzt mal die Potties einsprühen. Wie er bei uns sagt, das ist das Beste, das was es gibt. Er versaut dann natürlich das gleich die ganze Platine. Nur Zahnarzt, Tampon in der Backe. Weg.
So, bitte spülen. Kriegt man die nicht ab. Wie bekomme ich die ab? Ohne dass ich sie abbreche oder sonst irgendwie. Ist es dann einfacher zu putzen wie hier? Ne? Aufgeschraubt sind sie auch nicht. Oh. Wir haben ja auch wieder dieses viereckige Teil hier, wo die drauf kommen. Ist das weg? Skala. Nee. Nicht ohne größeren Aufwand. Seil aushängen, das Ding. Da hebe ich jetzt nicht wirklich durch drauf. So positionieren. Kann ich nämlich hier hinten erstmal reinsprühen. Und dann geht's los. Spritz richtig raus. Afts fehlt noch. Die haben die mit Sicherheit eingeklebt. Mal das Schleifvlies holen. Aufsatz für einen Akkuschrauber. Na, so. Nee, keine Chance. Sieht ein bisschen besser aus wie vorher.
Dann müssen wir jetzt mal schauen, ob die Kondensatoren einen positiven Einfluss haben. Oder ob mir das Teil hier um die Ohren fliegt. Wetten werden noch angenommen. Das Brummen ist deutlich weniger. Ganz leise, irgendwo weit weg aber. Ich würde sagen, es brummt nicht mehr. Fertig. Aber dieses Pratzeln hier, das gefällt mir noch nicht. Das Rauschen, das Pratzeln und die Gänge hier für Stereo, die flackert mit. Mal schauen. Ja, den Jungen, der kann sich zu den sterblichen Überresten des Grundgesellen. Der hier ist gewöhnlich, wo es ein ITT ist. Aber man sieht es am Boden hier, dass der nicht so ganz taufrisch war. Der neue Gimbal ist gar nicht mal so schlecht. Die Knöpfe mal geputzt, Kunststoffreiniger, glänzen doch wie neu. Das Schwarze kann ich nachzeichnen. Ist bei dem hier noch halbwegs erhalten, bei dem ist schon gar nichts mehr da. Das sind die Knopper und ja, da ist noch einer. Die putzen nämlich, nehmen wir bei der Zahnärztenzeit, die gibt es für Umme. Ist eigentlich für Zahnersatz gedacht. Aber hier kommst du schön zum Schrubben hier, auch in enge Stellen rein. Mal freundlich fragen, wenn ihr sowas irgendwie vorhabt. Das brauchen wir wieder. Ein bisschen Küchenrolle eines Alternativherstellers. Weil ich werde hier die Knöpfe jetzt nochmal mit ein bisschen verdimmten Kunststoffreiniger nachputzen. Aber wenn ich irgendwelche Geräte kriege, Computer, C40, Amiga, keine Ahnung, hatte ich auch schon in dem Schneider-PC-Video Hexenküche gemacht. Kunststoffreiniger, heißes Wasser, mehr braucht es eigentlich gar nicht. Und was dann vergilbt ist, ist einfach vergilbt. Das sollte man auch meiner Meinung nach, da kann jeder für sich entscheiden, davon absehen mit irgendwelchen Bleichmitteln oder ja, teuer verkauftes Retro-Breit da ans Plastik zu gehen. Das Gesündeste ist es dann nicht für den Kunststoff. Wenn der vergilbt ist, ist er einfach vergilbt. Und damit soll man leben. Das ist wie eine Patina, die einfach dazugehört. Aber es entscheidet ja wieder jeder für sich selbst, zum Glück. Ich glaube, es wird ein Schmuckstück. Yep. Ob der hier aus der Reihe tanzt, war ich dazu brutal. Wer weiß. Ich habe Bändchen gefunden. Die sind, lange Rede, kurzer Sinn, noch im Bestand gewesen. So, das Putzen hier. Kann man sich schön ausklipsen. Müssen wir nämlich keinen Fensterreiniger, sondern ich werde mal schauen, wie es aussieht, wenn ich hier mit dem Kunststoffreiniger dran gehe. Soll das Ergebnis ja eigentlich nochmal besser sein.
Schade, dass sie es aus Kunststoff und nicht aus Metall gemacht haben. Dann hätte ich weniger Bauchschmerzen wegen der Abwärme von dem Birnchen, aber das hat jetzt wie lange gehalten? 50 Jahre? 55 Jahre? Keine Ahnung. Ich habe das genaue Baujahr noch nicht eruiert. Ja, man sieht ganz leicht braun. Gehört so. Wow. Ha, das ist doch. Da macht sowas Spaß, wenn man dann so ein Ergebnis sieht. Da war auch Freude dran, sowas zu machen. Aber manche Sachen, da tritt es so auf der Stelle und dann unter Zwang, dann klappt es nicht und dann gibt es ein schlechtes Video oder gar keins. Auch schon viel gemacht, wo dann nie irgendwann jemand sehen wird. Da bist du dann so gefrustet davon, dass du auch gar keine Lust ist, irgendwie zurechtzuschneiden, dass irgendwo halbwegs Sinn ergibt. So. Ach, wie neu, geil. Das gefällt mich. So. Bin gespannt, wie das später in der Skalenscheibe aussieht. Ich hoffe. ja, der Abstand muss passen. Das Label hier kann man wieder aufkleben. Schön einsauen hier. Das überschüssige Abreiben. Das solle den Willen verdeutlichen. Jo, ich habe jetzt ein paar Infos bekommen. Danke nochmal, Steffen. Okay, Spannungen prüfen und Kondensatoren prüfen. Blende ich mal ein. Da fange ich zuerst mal mit den kleinen roten Teufeln hier an. Da, da, da und da. Fangen wir von links an, arbeiten uns durch. C507. So, die Beschriftung oben. 5,5 Ohm. 5,4 Mikro. Loss 1,1%. Also 5,5 Ohm ist schon etwas höher. Ich mache mir mal eine Liste. Moment. So, dann frage ich schon mal Herrn Doktor. Schatten bekommen. Lampen, muss ich dann mal den Strom messen, wie viel die brauchen. Die hier sind auf jeden Fall viel zu hoch. So, also wir noch herausfinden, wo Plus und Minus ist. Das sind Elkos, NV-Elkos, Niedervolt-Elkos. Man lernt ja immer wieder dazu. Und hier ist keine Kennzeichnung, wo Plus und Minus ist. Das war das eine Beinchen länger rot angemalt. Aber ob das der Plus ist? Bei dem auch. Bei dem nicht. Bei dem wieder. Und bei dem auch nicht. 3 zu 2 steht's. Was tun Spachzeus, ne? Schaltplan gucken. Weil hier auf der Platine kam es jetzt auch nicht. Doch hier. Beim 514 kann man es sehen.
Warum waren der drin? 514. Der Schrift nach rechts heißt. Nochmal Kontrolle. Genau. Voll ausgefülltes Viereck, Rechteck ist der Minus. Dann würde das passen. Dann ist bei den kleinen Scheißern hier. Hier links der Plus. So wie sie jetzt länger eingefärbt ist. Auf der Seite. Okay. Elko. Ob ich Elektrolyt-Elko nehmen kann. 4,7 μ mit 63 Volt. Sollte eigentlich kein Problem sein. Ne? Das merke, wenn es nicht geht. Mal wieder auslöten. So, hier oben kann man es jetzt nicht mehr so toll erkennen. Das ist irgendwie eine Brütze dazwischen. Guck mal, das ist der 510 gewesen. Schrift nach rechts. Bedeutet Plus ist bei mir. Damit auch der Minus von mir wegzeigend. So. Und hier ist der 560. Schrift nach unten. Ist der Plus links. Ja, wenn es qualmt, weiß ich ja warum. So. War doch klar, ne? So. Die Tausender schmeiß ich vielleicht doch auch raus. Die gehen mir doch einen Tick zu hoch in der Kapazität. Aber es probieren wir erstmal die Kiste so aus. Ja, super. Glück gehabt. Manchmal bleiben die Drähtchen an der Zange hängen. Einmal fliegen sie weg. Nichts explodiert. Bild mir ein, dass wir jetzt mehr Höhen haben. Aber dieses Schrappeln. Okay. Das kann das sein. Da will ich noch was ausprobieren. Vielleicht, ich vermute, dass die Achse, die hier durchgeht, nicht immer vollen Kontakt mit dem anderen Metall hat. Was kann ich da? Ich habe vorhin überlegt, noch so eine Büroklammer. Aber jetzt natürlich vergessen, eine mit runterzunehmen. Geht nicht.
das behebt es jetzt nicht. Aber dieses Bruch, das makes me jetzt auch schon ein bisschen nervös. Weil da mal ein Sender drin hat, dann drückt es das weg. Haben wir ein starkes Sender. ...1035, ja stimmt. Die könnte ich da reinhauen. 25 Volt wollen sie. Bang. Das Bratzeln ist weg. Aber die Antenne fehlt. Ah, es fängt schon wieder an zu bratzen. Es liegt ja also auf jeden Fall an der Antenne. Von irgendwas zu viel Störungen. Auch ja, die Nicole. Ja, vorerst mal mache ich da den Deckel drauf und kümmere mich mal ins Gehäuse. Oh, aufräumen, ne? Die Scheibe hier rausbekommen. Okay. Plastikscheibe, keine Glasscheibe. Also, wow. Hier unten ist eine Nase. Die Scheibe muss man hier reindrücken. Hier ist Holz wegdrücken, dann kommt die Nase nach hinten. Die drei Klammern muss man aushängen. Dann hat man den Salat. Gut. Ui, dieser Chef hat bappt. Alles Ding stand auch schon überall. Was ist die Antenne? Was machen wir hier? Da bräuchte man jetzt Kleber und dann ist es geschrumpft. Und da haben die das hier einmal rumgewickelt. Und das hier ist die Naht. Ja. Das hier ist die Naht. Also es ist schade um die Firma Schlecker, was das angeht. Immer wieder finde ich mal irgendwo eine Flasche noch rumliegen, die ich mir irgendwo versteckt habe. Oder ja. Ah, schade, dass es so verkratzt ist hier oben. Bordellen. Ja, kann man jetzt nicht wirklich viel machen. So, das war das. Microfiber. Nachreiben. Ah, gute Freunde, geil, hinterlässt ja schon Seife. Hm? Ja, ne? Gut, würde ich sagen, ne? Kann was. So. Hier wäre jetzt meine erste Idee: Föhn, Platz drücken und dann mit einem bekannten Kleber, den man auf beide Seiten aufträgt, einen Moment wartet und dann fest andrückt. Die Kante ist dann halt so.
Ist gekauft. Ups. Bin ich gut? Klebt es schon wieder? Moment. Ich habe da gerade eine wirklich geile Idee. Kommissar Zufall, ja bitte. Es wählt sich zwar jetzt war verrückt. Vielleicht wird es auch wirklich so aufgeklebt. Wie dieser Kantenumleimer. Ich werde verrückt. Das hält. Hier ist noch eine Luftblase. Läuft bei mir. Will ich mehr? Fast wie neu. Gut, Platte, Scheibe putzen. Ist das nicht schön? Ist das nicht wunderschön? Fast wie neu. So, schauen. Rüber. Das Ding ja einfach, wa? Ui. Ja, man könnte es noch polieren, aber bleiben wir mal auf dem Teppich. So, probiere ich mal den Empfang mit der Originalantenne aus. Ich weiß immer nicht, woran das jetzt liegen kann. Was dieses hier den White Noise verdrängt. Dieses Gerät entspricht den Empfehlungen der Deutschen Bundespost. So, ich will noch Stichprobe machen mit den Kondensatoren. Das sind ja die hier fliegend verlötet, ist recht einfach dran zu kommen. Das ist 100 oder 160 Volt, 160 Volt, 0,01 μ. Außer eher Autoschaltkreis, da
sehe ich jetzt nicht unbedingt den großen Einfluss auf den Empfänger. Aber mal probieren Sie mal, ne? Ist noch der gute alte Radiolot. Delicious. Zenon Fahrrad, das passt. Also 0,01080. Dann schaue ich doch mal hier im Empfängerteil. Was haben wir hier eigentlich alles drin? Ist auch noch so eine C247. Ja, kann man sich anschauen. So, Schrift unten. Fünftausendvierhundertsechzig und das soll bestimmt auch 4,7 haben, oder? Ja. Ja, mal anschließen, gucken, ob sich was verändert hat. Vor allem, was sich geändert hat. Und die Abstimmung wieder drauf machen. In der vergangenen Woche sorgte eine für Schlagzeilen, als angeblich ein Mann aus einem Bus herauskam. Er soll der Falschmeldung nachfolgen. Ich drücke mich jetzt falsch aus, aber das hört sich an, wie wenn der Schwingkreis hier keinen Sender zu greifen hat, dass dann dieses Bratzeln durchkommt. Aber auch nur, wenn ich hier eine Pseudo-Antenne dran habe oder auch eine richtige Antenne. Ganz ohne Antenne ist ruhig. Da ist noch irgendwas im Äther, was hier durchdrückt. Da haben wir ja auch noch einen Capacitor. Zwei sogar. Die waren mir noch gar nicht aufgefallen. Auch 4,7 μ, also der hier ist 4,7 μ, Valvo 1,70 plus 20, 1,70, mehr steht da nicht. Also das ist der C228. 228 ist ein 1 Mikrofarad, 35 Volt. 242 ist sowas, 5 Mikrofarad, 4,7 Mikrofarad. So. Plus war da drüben. Wow. Der soll 8,5 Mikrofarad haben. 4,7 Stellen drauf. Das Ding sagt 7,6. Na, ich werde die doch noch los, die Dinger. Mal nach dem, der angeblich ein Mikrofarad hat.
So, Gesamtpolarisation plus auch wieder da drüben. 2373. 1,63. So, plus war doch da drüben, oder? Wer hat aufgepasst? So, haben wir noch ein paar von den Freunden. Eine rote Perlen. Die könnte man sich auch mal zur Brust nehmen. C901, was sind das überhaupt welche? 901, 0,47, 0,1. Probieren wir es erstmal aus. Und gucken, was der Ball macht. Das kommt von Stereoteil. Muss vielleicht irgendwas abgestimmt werden? Wann er auf Stereo gehen soll und versucht jetzt hin und her zu zappeln? Ich bin jetzt auf Mono. Die Stereobirne geht immer an. Dann ist das hier vielleicht nur Schaltplan gucken. Ob der jetzt einfach nur die Kanäle brückt oder eigentlich müsste er diese Stereo-Dekodierung ausschalten. Mono? Stereo. Also, da ich das Ganze nicht wiederholen will, das ganze Gelaber, alles was ich jetzt gemacht habe, das Ding hat angefangen aufzunehmen, ich mache hier, gucke eben drauf, hält Display aus. So, dann muss ich jetzt nochmal was von vorne anfangen. Ich erkläre mal, was ich jetzt gemacht habe. Das geht jetzt wahrscheinlich auch viel schneller, das Video eh schon viel zu lang ist. Hier unten, hier haben wir das Bändchen für die Stereoanzeige. Wird hier das Netzteil versorgt. Dann geht es über den Widerstand, an einem Condensator vorbei. Über zwei Transistoren wird es geschaltet. Geht über den Widerstand hier runter, auf den T904 BC147B. Der hier schaltet also letztendlich über den die Lampe. Also die Signalleuchte. Ha. Hier geht es runter auf den Condensator 0,1 Mikrofarad, auch so einen roten Teufel gegen Minus. Geht drüber auf den Schleifer vom Drehpotti und dann hier oben hin. Ist jetzt im Moment nicht wichtig. Ich habe den rausgenommen, haben gemessen. 0,1 Mikrofarad sind 100 Nanofarad. Der hat 111 Nanofarad. 0,2 oder 0,3 Ohm oder wie viel der gehabt hat. Also keine Bedenken. Spannungen stimmen. Tja, dann habe ich es gewagt, an dem Potti hier mal zu spielen. Ah, das demonstriere ich doch nochmal. Und ist ganz sehr witzlos. Irgendwas. So. Okay. So, hier, das war der Condensator. Das war der Drehwiderstand. An dem bin ich hängen geblieben beim Putzen. Den habe ich wieder so eingestellt wie Erinnerungsprinzip und so. Ihr wisst Bescheid. Gestanden hat. Ich habe mal dran gedreht, hat keinen Unterschied gemacht. Wenn wir mal irgendwas Rauschen holen. Mit Antenne. Als Störsignal habe ich auch das Netzteil ausgemacht von dem Autoradio, was hier drunter hängt. Dessen Lautsprecher könnte ich auch nehmen, aber da hätte ich jetzt so erst einen Adapter machen müssen. So, ich demonstriere das jetzt mal. Der Putti stand hier.
Das ist natürlich der Vorführeffekt. Selbstheilung oder was? Das ist jetzt veralbern. So hat man es ja, ne? Jetzt drehe ich den ein bisschen raus. Gerade, dass man über den Punkt raus ist, sondern so einen kleinen Schucker. Ach, das AFC war drin, deswegen. Jetzt kriege ich gar kein Stereo, muss ich wieder ein Stück zurück. Dann gehe ich bin neben den Sender. AFC holten sich. Das ist im Bild, wie das flackert. Es kommt und geht und so, ne? Also saubere Stereo-Schaltung haben wir jetzt. Das ist das Abschreckungschancengesetz. Das Wachstumschancengesetz. Es wird auch in der Perspektive, grummelt es aus dem grünen Ministerrat, in der Perspektive sehen wir die Tendenz, dass sich die Lage... Eigentlich steht jetzt ja fast wieder so wie vorher. Ja. So ist es. Das mache ich mal wieder ganz aus. Mal wieder an. Halt. Bin ja blöd. Das dürfte jetzt nicht passieren. Wie sinnvoll oder eben nicht sinnvoll sind solche Vitamininfusionen? Die sind sinnlos. Naja, wird schon funktionieren. Und da wollte ich nämlich, dass es gerade eben, wie ich festgestellt habe, dass das Teil hier nicht aufgenommen hat, schauen und in die Runde stellen, die Frage, wo gehören die genau hin? Und die hier oben drauf und dann schauen wir mal ins Gehäuse. Vielleicht können die doch hier oben auf diese Clips. Das mal reinschieben, mal schauen, wo da irgendwas fehlen könnte. Ja, super. Alles gut aus. Seltsam. Hier wird sie festgeschraubt. Ich kann die zwar jetzt oben drauf basteln, aber vielleicht weiß jemand. Die würden da aber auch nicht halten, wenn ich sie jetzt da drauf setze. So,
meine hier die Schrauben etwas optisch nicht ganz so ansprechendes. Also hast du Kanten reingemacht, dass sich die Unterlagscheiben ja nicht bewegen. Aber schön ist selten, ne? Richtig billig, irgendwie. Richtig billig. Ich baue es mal so wieder zusammen. Und wenn ich irgendwann vielleicht mal Lust habe, einen Geistesblitz habe, mir eine etwas schönere Festigungsvariante in den Sinn kommt, wo der Beweg läuft. Manchmal macht man eine Schachtel auf und denkt, yay, das ist doch genau das, was ich suchte. So. Das Ding noch ausrichten. Die drei hier. So, und das hier seitlich rein versteckt. Ja, die Antenne, ne? Man munkelt, es wäre besser. Jetzt bitte die Hochzeitsmusik, ja? Dankeschön. Ja, alle Macken habe ich da leider nicht wirklich rausbekommen. Was meint ihr, wie das Radio in absehbarer Zeit wieder aussieht? So. Dann ab nach oben. Wir wollen jetzt die Batterien umwerfen, ne? So. Na, mal schauen. Nach dem Rekordhoch von gestern. Der deutsche Leitindex pendelt kaum verändert um die Marke von 7. Sie müssten Mühe weiter nach rechts. Kommt jetzt, es geht um Katar, der Herr der Elemente. Ich dachte, es soll gar schon frei sein mittlerweile, die Musik, oder? Wenn er das schneide ich es raus und mach's mit leise. Stereo. Geil. Also halbe Lautstärke reicht. Musik.
Eigentlich ist es halt low-end schon damals, aber ist Originale, ist Originale. Egal. Patient gut, Patient lebt. Mission erfolgreich erfüllt. Mit weniger Bauchschmerzen als ursprünglich befürchtet. Oder zwischendurch besser gesagt. Das war es ja ein bisschen. Das war jetzt mit der Prodi. Soll mir recht sein. Vielleicht hat er auch ein bisschen oxidiert gehabt und freigekratzt, weil es ist fast auf der alten Einstellung zurück. Ne? Egal. So. Was machen wir als nächstes kaputt? Wird sich ergeben. So einen Stift muss ich mir jetzt noch irgendwie organisieren, das wieder nachzumalen. Der andere, der will ja nicht auf glatte Fläche. Enttäuschung. Egal. Winke, winke.